Hallöchen, ihr Süßmäuse. Ich nehme das natürlich gar nicht mit meinem Handy auf, weil ich vergessen habe, das anders zu machen. Ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass dieses Video gesponsert ist von Paradox Interactive und ich mich sehr, sehr freue, dass das wieder zustande gekommen ist. Gerade bei Crusader Kings 3 geht da für mich immer ein kleiner Traum in Erfüllung. Ihr wisst ja, ich liebe das Spiel. Deswegen ganz, ganz, ganz viel Liebe an Paradox. Dankeschön, dass ihr dieses Video gesponsert habt und vielen lieben Dank auch an das Crusader Kings 3 Team, dass das wieder möglich gemacht hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also, dieses wunderschöne Spiel kommt tatsächlich, also dieses wunderschöne DLC kommt tatsächlich morgen raus. Und wir sind privilegiert, weil ich bin eine privilegierte Brutmutter-Influencerin, die so viel von Crusader Kings 3 gespielt hat, dass wir tatsächlich Early Access dazu bekommen haben. Das heißt, wir dürfen heute schon mal Preview in den neuen Flavor Pack reinschauen und starten einen neuen Spielstand mit Legacy of Persia, was morgen rauskommt. Hier, ich habe Nahrung. Oh mein Gott, es. Nom, 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 nom. So, gibt es da... Ist das neu, das iranische Intermezzo? Ist das... Das kommt mir neu vor. Das müsste neu sein, ne? Also das wird wahrscheinlich jetzt hier der neue Spielspaß sein. So. Ich glaube, ich sehe da keine Frau. Ihr wollt wieder einen Female-Run-Through haben mit mir, oder? Gehe ich davon aus. Wenn wir mit einem Female-Charakter gehen... Können wir auch wieder kleine anfangen und nicht direkt mit einem großen Herrscher? Wollen wir einfach direkt was in Persien uns suchen? Also, dass wir wirklich irgendwo direkt in Persien starten können? Ich hätte halt gesagt, wenn wir schon Legacy of Persia spielen, dann sollten wir vielleicht auch Legacy of Persia in Persia spielen. Und ich würde halt super gern mit einer Grafschaft halt anfangen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier... wir spielen hier mit Clan. Cool. Clan klingt gut. Wollen wir hier in Rai starten? Boah, als Frau hier zu starten, wird auch eine spannende Geschichte werden, Leute. Ich bin schon neugierig, wie das wird. Ich glaube, als Frau hier zu starten, wird auch... Halleluja, das wird eine Herausforderung werden. Da fühlt man sich dann gleich wie im Katholizismus. Okay, wie spielen wir? Was wollen wir haben? Spielen wir eine... ich glaube, die ganzen Eigenschaften sind auch ein bisschen jetzt anders mit unserer Religion, ne? Großzügig ist tugendhaft, gierig ist es nicht. Unsättlich ist auch Dings. Gerecht ist gut. Oh, wir haben gar nicht so viele. Eigenwillig ist schlecht. Wir könnten auf gebildet und Intrigen gehen, theoretisch gesehen. Das finde ich ist immer eine geile Kombi. Oder einen bösen Charakter. Wollt ihr einen bösen Charakter haben? Also ich würde sowieso mich roleplay-technisch an meinen Charakter halten. Wollt ihr mich wieder böse haben? Sadistisch. Ist sadistisch the way we go. Ich meine, ich habe halt zuallerletzt habe ich Targaryens gespielt. Eine religiöse Spinnerin wäre auch nice. Oh. Religiöse Eiferer. Dann noch sadistisch. Und gefühllos kann ich nicht machen, wenn ich schon sadistisch bin. Aber so könnten wir arbeiten. Und Sonic. Alter, was ist das für ein Charakter? Religiöser Eiferer, gefühllos heißt in dem Spiel, glaube ich, empathielos, Leute. Das ist nicht ganz optimal übersetzt. Chat will böse. Also sind wir böse und klug oder böse und schön? Wenn, dann können wir uns eh nur schlau leisten. Böse und klug, klug, klug. Wie mein Chat auf Intelligenz abfährt. Ist ja absurd. Klug macht schön. Mit den Charaktereigenschaften bin ich mir nicht so sicher, ob das greift. Aber ich appreciate das sehr, Chat. Hinterlistig wäre auch eine Option. Ja, wo ist denn hinterlistig? Ah, hier oben. Hier unten haben wir die kleine Symbolik und da sehen wir, das kennen wir schon von... das kennen wir schon von Iberien. Das hat auch so eine Funktion. Ich finde das sehr cool, dass sie das hier jetzt auch nochmal umgesetzt haben. Wir haben hier Zugeständnis und Stabilisierung als Option. Gerade sind wir in der Unruhe. Da sehen wir die unterschiedlichen Entwicklungspunkte und was darauf Einfluss nimmt. Und da sieht man die Ringbeteiligung der unterschiedlichen Leute. Und wir sehen hier auch einmal, wir haben einen Punkt in Zugeständnis und einen Punkt in Stabilisierung. Schauen wir mal, wo wir hinwandern dann. Wir sitzen in Rai, wir sind 16, wir sind nicht verheiratet. Ich muss mich jetzt ein bisschen einlesen, was unsere Religion und so weiter angeht und unsere Bräuche, weil ich keine Ahnung habe von den Sachen. Wir sind polygam, wir brauchen zur Ehescheidung Zustimmung, wir haben Vetternehen, wir haben keine Bastarde. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind verpönt, aber nicht verboten. Das ist schon mal weiter als das Christentum. Perversionen sind verpönt, aber nicht verboten. Auch das ist besser als das Christentum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil ich glaube, wir haben beim Christentum haben wir verboten, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hexerei ist verpönt, Verwandtenmord ist akzeptiert, krass. Männlicher Ehebruch ist verpönt, weiblicher Ehebruch ist verpönt. Klerikale Funktionen, Almosen und Beschwichtigung, klerikale Ehen sind erlaubt. Klerikales Geschlecht ist nur männlich, aber die klerikale Ernennung ist weltlich und auf Lebenszeit. Und dann haben wir noch Sonderdoktrin. Wenn ich das einmal vergleiche, einfach weil mich das interessiert, im Katholizismus haben wir die Perversion verboten. Achso, gleichgeschlechtliche Beziehungen sind auch nur verpönt. Ich dachte, die wären verboten gewesen. Aber hier haben wir eine Steigerung. Also Perversion, weiblicher Ehebruch und Hexerei sind hier verboten. Bei uns gerade ist es nur verpönt. Und Verwandtenmord ist auch akzeptiert und hier ist es keine engen Verwandten. Also wir haben kleine Unterschiede auf jeden Fall. Wir haben auch keine
keine Bastardlegitimierung jetzt in unserem Glauben. Wir sind ein Clan, wenn ich mich nicht irre. Euer Haus gegründet 867 AD von Scheich Rashida von Rai. Beharrlichkeit, Stärke, Unschuld. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist die Hauseinigkeit was Neues? Ist das was Neues, was entstanden ist? Ich kenne das noch gar nicht. Kam das jetzt durch dieses DLC? Das Hausnachfolgerecht ist teilnahmslose Nachfolge. Bei der ungerührten Nachfolge geht der Löwenanteil der Titel an euren Spielerben, der Rest wird unter euren Kindern aufgeteilt. Habe ich noch nie gesehen. Ist komplett neu, ne? Ist Teil des Clan-Reworks. Und ich habe da jetzt Fähigkeiten, die ich verbessern kann quasi. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel Hausmitglieder zu Rate ziehen und dadurch, das würde mich Frömmigkeit kosten und dafür würde Grundwert für Fortschritt und Werteinfluss auf Ratausgaben wird für Hausmitglieder, die im Rat dienen, um 10% erhöht. Es wird aktiv, bis euer Charakter stirbt. Oder Besteuerung verbessern. Okay, da gibt es einfach neue Fähigkeiten. Wobei ich habe halt, also es gibt halt nur ein lebendiges Mitglied in meiner Dynastie. Ich habe kein, also ich kann da gerade nur nichts machen. Gar nichts, um genauer zu sein. Weil ich bin halt noch sehr alleine. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal erstmal was fürs Ränkespiel aussuchen. Und wir gehen auf Hinterhältigkeit, hätte ich gesagt. Let's go. Wir gehen full force auf Hinterhältigkeit. So, warum seid ihr so unfähig? Meine Güte, ihr seid ja völlig unfähig. Das ist ja katastrophal. Ich habe ja den schlechtesten Rat aller Zeiten. Halleluja. Und ich habe auch zwei Grafschaften zum Start tatsächlich. Nicht nur eine. Zu wenig Ehepartner. Wie viele kann ich denn haben? Kann ich mehrere haben? Auch als Frau? Ich wusste nicht, dass ich auch als Frau viele Ehemänner haben kann. Don't get me wrong, it's amazing. Ach du heilige Scheiße, sind die alle kacke. Was ist das denn? Ich glaube nicht, dass ich jemals einen so schlechten Start hatte. Du wünschst deiner Hausärztin Glück, du solltest dir Glück wünschen für den Fall, dass du krank wirst. Ich köpf die. Im Zweifelfall köpf ich die. Ich könnte mir halt instant einen Ehemann suchen, der 35 Jahre alt ist, Muhammad, der junge Missionar ist und der halt einfach durch die Adern von Muhammad fließt das Blut des Propheten und der Dude ist einfach ein Gegner des Kalifats. Damit könnte ich quasi einen wichtigen Menschen direkt heiraten und mich mit dem Kalifat anlegen als kleine Gräfin. Weiß ich nicht. Aber der war voll scheißwert. Er hat total scheißwert. Aber ich weiß halt nicht, ob ich nicht besonders tolle Kinder bekomme, wenn ich mit dem Nachfahren des Propheten Kinder mache. Der kann halt null mit Geld umgehen. Der kann gar nichts. Ich könnte mir auch einen Krieger holen. Alter, das sind alles einfach komplett nutzlose Bündnisse. Das ist der Einzige. Das ist halt, also das ist der Einzige, der das kann. Ich kann auch einfach nur eine Affäre mit ihm haben. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder über Affären nachdenke. Der ist homosexuell. Ich glaube, das wird keine Affäre. Oh ja, das wird tatsächlich keine Affäre dann. Das ist eine vererbbare Eigenschaft, Leute. Okay, Leute, wir wollen das. Das ist eine vererbliche Eigenschaft. Das heißt, ich kann dann Kinder bekommen, die auch, durch die auch das Blut von Muhammad fließt. Das wollen wir auf jeden Fall. Er muss ja nicht mein einziger Ehemann sein. Es können ja mehrere sein. Ich kann nur einmal heiraten. Guckt, ich bin zwar Poly, aber ich bin halt eine Frau. Frauen können offensichtlich nur einmal heiraten. Solange mir zumindest ein Kind macht, ist alles okay. 70 Gold für so einen Krieger. Nee. This is not going to happen. Aber wir könnten versuchen, über ihn noch eine gebildete Frau an den Hof zu bekommen. Oder irgendwas, was noch in irgendeiner Weise gar krass ausgebildet ist. Aber wir haben halt nichts. Und ich bin schwanger. So schnell? Ich bin erst 16. Ist der Dude nicht schwul? Habe ich eine Affäre, von der ich nichts weiß? Auch schwule Personen können ihren ehelichen Pflichten nachkommen. Du, auf jeden Fall. Normalerweise geht das nur nicht so schnell dann. Unser Ehemann mag uns sogar. Das ist actually good. So, was brauche ich, um hier mein Herzogtum voll zu füllen? Ah, der ist so stark. Ja, das ist nicht so schön. Wir brauchen also Verbündete. Gut, dass ich einen Mann geheiratet habe, der keine Armee hat. Warum habe ich denn nicht den geheiratet? Weil der wahrscheinlich niemals matrilinear geheiratet hätte. Ach, das ist auch... Nein, ich töte nicht den Bruder meines Ehemanns. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Aber die Sache ist halt, look, es ist auch gar nichts Persönliches. Aber ich möchte gerne mein Herzogtum haben. Und der Dude ist halt echt stark. Und der hat halt 1700 Mann. Und wenn ich den Bruder von meinem Ehemann töte, dann bekommt mein Ehemann 1700 Mann. Und dann habe ich einen Verbündeten, der actually was wert ist. Ich spiele einen hinterlistigen Menschen und ein hinterlistiger, böser Mensch darf solche Dinge tun. Wir werden ganz viel morden.
Wir werden ganz, 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 ganz viel morden und töten, um damit unser Reich zu vergrößern. Ich hätte eh gesagt, wir machen den klassischen hinterlistigen Ränkespiel-Frauen-Run, indem wir mit Liebschaften und Ränkespiel-Titel klauen und unser Reich vergrößern und weniger mit direktem und offenem Krieg. Aber in erster Linie muss ich jetzt rausfinden, ob mein Kind was wert ist. Oh Gott, das klingt alles so furchtbar. Ich richte eine große Ereignisjagd in Mashkuya aus. Und es ist Zeit für unsere Abreise. Ich habe keine Zweifel daran, dass ich ruhmreich nach Hause zurückkehren werde. Ja, das Falknerei ist gut für unser Dings, dann werden mich Leute mögen. Ich bin auch pleite. Das ist nicht so gut. Als wir unser Lager verlassen und tiefer in die Gegend Buschland vordringen, behalte ich Emir Hassan, dieses nichtsnützige Ding, gut im Auge. Das ist mein Schwager und ich mag den wirklich nicht. Während er sich ahnungslos neben mir vorankämpft. Mit der Hilfe von Scheich Shahira kann ich diesen lästigen Menschen vielleicht endlich loswerden. Oh, ich kann den versuchen, auf der Jagd zu töten, weil er literally mit dabei ist auf der Jagd. Wir konzentrieren uns erstmal noch. Oh mein Gott, ich habe ein Kind bekommen. Jawohl. Oh, guck mal, da wird Jasmin vorgeschlagen. Jasmin, let's go. Und wir haben die vererbte Eigenschaft mit. Das finde ich zumal sehr, sehr cool. Aber sie funktioniert nicht als Erbschaftskandidatin. Why not? Ah, wir haben nur Männer. Wir brauchen ganz dringend noch ein Kind. Ich hasse das jetzt so zu sagen, aber unsere Tochter ist damit nutzlos, ne? Also ich habe keine Erbschaft in meiner Dynastie. Ich habe quasi, meine Dynastie stirbt quasi aus, Stand jetzt. Ach, das ist auch mein Lehnsherr, den ich gerade ermorde. Oh, ups. Du kannst ja eine Affäre mit dem Bruder haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der mir ein Kind gebildet, ist eher gering. Und vor allem ist das Risiko halt da, dass das Kind dann potenziell selber unfruchtbar ist. Wir haben auch kein Geld. Das ist eigentlich das Frustrierendste daran. Wir haben kein Geld. Wir haben keine Kinder. Ich habe ein Kind, aber sie ist halt nutzlos. Also sie ist nicht nutzlos, sie ist wunderschön. Die Frage ist halt auch, kriege ich ein Bündnis mit einem großen Emiraten, um den Dude hier anzugreifen, indem ich meine Tochter geschickt verheirate. Zum Beispiel, nee, wir betrachten die als feindselig, zu denen wollen wir nicht. Das ist für mich jetzt auch so eine Herausforderung, weil ich kenne die ganzen Religionen nicht. Und es ist so viel komplizierter als einfach der Katholizismus, der hier in Europa alles unter sich vereint hat. Und hier hast du halt so viele unterschiedliche Richtungen. Guck mal, die Schläger haben ihren Auftrag erledigt. Emir Hassan ist Geschichte. Als die Reisegruppe ihr Abendlager aufschlug, stimmten Wegelagerer zwischen den Bäumen hervor. Sie forderten Blut und Gold. Die Soldaten schlugen zurück, doch zum Glück reichte das nicht. Emir Hassan wurde tragischerweise im Getümmel erschlagen. Schade, jetzt ist mein Lehnsherr auch mein Ehemann. Wie konnte das passieren? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ach, und jetzt darf ich bei ihm auch in den Rat. Jetzt bin ich einfach zweimal bei ihm im Rat. Guckt mal, und der Nachbar hier, Scheich Rostam Quarinsat von Mensadaran, der hat einen kleinen Sohn. Für so ein mögliches Bündnis. Mein Steuerberater hat einen Titel geerbt und hat deswegen jetzt mein I cannot. Mein Steuerberater ist jetzt nicht mehr mein Steuerberater. Und ich kann meinen neuen Steuerberater erst in 10 Jahren anfordern. Also habe ich hier jetzt einen mit 3. Ah, cool. Ich könnte hier jemanden mit 0 nehmen. Super. Weltklasse. Das sieht alles, das ist ja... Wir brauchen ganz dringend einen besseren Ratskanzler und einen besseren Ratsverwalter. 3 und 7 ist so bad. Ah, Druckmittel fingieren. Das ist eine gute Geschichte. Habe ich gar kein Druckmittel gegen meinen eigenen Ehemann? Als ich aufstehen und gehen will, legt Paiwand die Hand auf meinen Arm. Sie fragt mich, ob ich ein Zimmer für die Nacht brauche. Ein Zimmer für 2, wenn ich ihren Blick richtig deute. Ich habe eine Affäre. Ich könnte versuchen, meinem Ehemann den Thron abzunehmen. Jeden Monat besteht eine voraussichtliche Chance von 80%, dass es einen Fortschritt gibt. Dies beruht auf dem... Das wäre halt richtig krass, wenn ich einfach nur versuchen... Also wenn ich einfach nur meinem Ehemann... Dann bekomme ich einen durchgesetzten Anspruch auf das Zaydid-Emirat. Ich habe meinen Steuerberater gefeuert. Ich meine, der kann auch nichts. Ich weiß, dass der nichts kann. Ich sehe ja, dass der nichts kann. Ich bin doch immer noch nicht wieder schwanger. Das ist das viel größere Problem. Wie kann das denn sein? Und da kriegen wir halt auch keine matrilineare Ehe. Wir kriegen nicht mal eine nicht matrilineare Ehe. Warum? Wegen der Kultur. I mean, I can try. Der hat halt im Gegensatz zu mir, hat der halt das Glück, dass der 2 Söhne bekommen hat. Ich bin 18.
und habe nur eine Tochter. Und eigentlich will ich ja hier in das Kriegsgebiet rein. Ich will mich ja eigentlich mit dem hier anlegen. Aber wenn ich eine Religion, wenn ich einen Religionskrieg mache, dann laden, also nee, Moment, da kommen sowieso viele Leute. Der hat einen Verbündeten. Warum? Durch was? Durch die Heirat mit der Ehefrau. Man destabilisiert am besten, indem man die Männer tötet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Mann getötet bekomme, ist auch höher. Wir müssen dieses Bündnis einmal, es ist auch gar nicht persönlich, wir müssen dieses Bündnis einmal kippen, damit ich mir Quom holen kann. Ich habe gewebert. In zwei Jahren können wir das nochmal neu probieren. Ja, vielleicht ist das gar nicht so blöd, weil vielleicht mag mich mein Ehemann mehr, wenn ich ihm nicht direkt den Thron abnehme. Also dann war es ja so gesehen sogar Taktik, dass ich ihm nicht direkt den Thron abgenommen habe. Ich würde ja nicht versuchen, den loszuwerden, wenn er die Größe hätte, mir einen Sohn zu machen. Dann gäbe es ja kein Problem hier. Aber es ist ja auch so sehr, also es ist schon sehr schwer. Es ist schon wirklich sehr, sehr schwer, ihn so zu lieben mit nur einer Tochter. Vielleicht ist too much Druck auf ihn, der soll sich anstrengen. Wir sind schon 2 Jahre verheiratet und haben nur ein Kind. Warum hat der 4000 Mann? Er hat noch Söldner, aber doch nicht damit, dass er 4000 hat. Woher kommt die ganze Armee? Achso, wegen dem Verbündeten. Einmal Eumel. Hatte ich ja vorhin vorgelesen. Vielleicht mache ich mir wirklich noch eine Affäre. Wir haben den nicht getötet bekommen. Aber wir haben jetzt eine Amme. Und das ist eine gute Geschichte. Als ich die Küche betrete, ist sie dunkel und leer. Die Luft rauchgeschwängert. In einer Ecke finde ich mit Flecken übersät über das mit Flecken übersäte Kochbuch von Jalil. Beim Kochen von Leber fiel auf, dass übermäßiger Bierkonsum die Qualität des Organs erheblich verschlechtern kann. Mir wird klamm ums Herz, als ich umblättere. Allerdings ist beim Kochen von jüngeren Kindern bis zum Alter von What the hell? Ich habe Fleisch gegessen. Es ist ein Kannibale. Nein, 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 nein. Ich habe den mal geköpft, so wie man das auch gut tun würde. Wir brauchen keinen Kannibalismus gerade. Dankeschön. Wir wollen vor allem keinen Kinderkannibalismus gerade haben. Vor allem nicht, solange ich eh noch keine... Oh mein Gott. Oh, sie ist perfekt. Warum ist mein Kind beim Scheich Rostam Kwanizda? Hat mein völlig unfähiger Ehemann meine Tochter als Mündel einfach so an einen anderen Nachbarn gegeben. Ja, und der Dude, der meine Tochter hat, hat jetzt meinem Lehnsherrn den Krieg erklärt. Wirklich, das ist so ein nutzloser Ehemann. Das ist der absolute Wahnsinn. Wen habe ich da geheiratet? Moment. Was bin ich gerade für den Krieg eingegangen? Gegen meinen Ehemann ein? Moment. Ja, ich führe gerade Krieg gegen meinen eigenen Ehemann. Hoppala, wie ist das denn passiert? Ja, das kann schon mal passieren. Es wäre vor allem sehr, 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 sehr schön, wenn seine Armee jetzt auch hier mit reinmarschieren würde. Aber seine Armee kommt nicht. Seine Armee kommt nicht. Seine Armee kommt immer noch nicht. Seine Armee sieht dabei zu, wie ich abgeschlachtet werde. Aber er liebt mich trotzdem noch. Also es hat tatsächlich auf unsere Beziehung gar keine Auswirkung, dass wir im Krieg sind miteinander. Was ich sehr lustig finde. Ich hätte nur gern meine Tochter wieder. Ich werde den sowas von töten. Also potenziell auch meinen eigenen Ehemann. Weißt du, dann schafft er es nicht mal, mir einen Sohn zu machen. Und dann gibt er meine kleine, süße Tochter einfach an so einen, like, ich könnte die zu der krassesten Ränkespielerin aller Zeiten ausbilden. Aber nein. Ja, wir machen gleich den Thronkomplott. Ich muss nur einmal den Mord hier durchziehen, um mein Nachbarland zu destabilisieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass das mit dem Mordkomplott gleich nichts wird. Oh, es hat funktioniert. Geil. Damit ist der jetzt auch ohne Bündnispartner. Und das macht ihn wesentlich schwächer als davor. Das ermöglicht mir jetzt aber auch gegen meinen Thronanspruch ab dem 5. Oktober. Ab now geht's wieder. Wir holen uns sowas von einen Thronanspruch. Dann hole ich mir meine Tochter zurück und lass mich scheiden und suche mir einen jüngeren Geliebten. Aber mein Ehemann sieht eh nicht so gut aus gerade. Es wäre halt wichtig, dass wir uns um den Thron kümmern, bevor der jetzt gleich hier weiter abgeht. Und ich glaube, ich helfe gerade meinem Mann, den Thron abzunehmen, bevor ich mir die Rechte am Thron sichere. Ich habe jetzt den Wald der Leichen. Der macht mir gute Steuern und Kontrolle. Das Volk mag mich weniger, aber ist doch egal, denn ich bin jetzt Emira Rashida, die Pfählerin. Ich glaube, mein Ehemann wird es nochmal bereuen, dass er meine Tochter weggeschickt hat. Ich kann einen neuen Glauben finden. Wollen wir unsere Religion ändern? Nee, wir müssen erstmal unsere Thronengeschichte hier abschließen. Da könnte man halt komplett neue Religionen wählen. Asrakismus hat Meistermeuchler. Die Entscheidung, den zweifellos gewalttätigen Asraquitschen Glauben anzunehmen, ist eine radikale Idee. Doch es lässt sich nicht bestreiten, dass ein Meistermeuchler ein großer Vorteil gegen die Sunnitenkalifen wäre. Ich sehe leider nicht mehr darüber. Lasst mich mal schauen, ob ich
vielleicht hier rausfinde, ein bisschen mehr darüber rausfinden kann. Azra Quismus hätte Meistermeuchler als Hofamt, Kriegslust und Rechtfertigungslehre, hätte rachsüchtig, gerecht, großzügig und maßvoll als Tugend und faul, gierig, unersättlich, eigenwillig als Sünden. Das wäre gleichberechtigt, fundamentalistisch, Laienpriester Hajj Mukammer ist immer noch polygam, fettern Ehen vor der Zustimmung, verpönt, spannend. Dann hätten wir das da theoretisch gesehen. Das ist der vernünftige Islam. Das wirkt friedlicher. Dann hätten wir das hier. Anpassungsfähigkeit, Rechtfertigungslehre, Fatwa. Damit kann man Vasallen verdammen. Das klingt irgendwie auch krass. Dann hätten wir zur Auswahl das hier. Fatwa, Takbir, Bekehrung zu Charaktere und Grafschaften können manchmal zum gleichen zurückkonvertieren, wenn sie fehlgeleitet werden. Das ist auch männlich dominiert. Ich muss ja auch nicht Religion wechseln, aber es ist halt cool, es machen zu können. Es ist halt mega cool finden, zudem halt zu switchen, weil er halt auch gleichberechtigt wäre. Damit würde ich meine Tochter instant auch in die Erbfolge mit reinbekommen. Und hier hätten wir halt auch einfach Meistermeuchler. Und das ist halt auch ziemlich cool. Damit habe ich aber noch nie gespielt. Also ich finde, Roleplay-technisch ist das voll gut zu erklären, dass wir sagen, hey, mein völlig unnützer Ehemann hat meine Tochter an unsere Nachbarn gegeben. Ich konvertiere jetzt in eine andere Religion, in der ich meiner Tochter Erbschaft gebe und sie auf den Thron setze und meinen Ehemann absäge. Let's go. Ich habe das Richtige angeklickt, ne? Ja. Ja. Ups, ne? So. Und jetzt möchte ich in meiner Nachfolge Gleichberechtigung haben. Dafür muss ich mein Gebiet jetzt erstmal... mein Gebiet umschreiben. So, erstmal müssen wir unsere Gemeinde bekehren. Das wird 3 Jahre dauern. Und unsere Kultur fördern, damit wir hier uns jetzt auch anpassen an meinen neuen Glauben. So, sie ist jetzt auch mein neuer... ist schon passiert. Ich hätte nur ein bisschen warten müssen. Aber sie ist schon mein neuer Thronerbe. Und ich möchte dieses Kind zurück an meinem Hof. So, aber jetzt haben wir zumindest schon mal eine Erbschaft erledigt. In erster Linie möchte ich hier meinen Thronanspruch gleich haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Mein Ratsspitzel, mein eigener Ratsspitzel hat einen Anspruch für mein Gebiet angemeldet. Das glaubt er doch wohl selber nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall Ansprüche an das Gebiet von meinem Ehemann. Und ich würde jetzt... Also wir kriegen uns auf jeden Fall geschieden at this point. Er findet mich mittlerweile auch richtig scheiße. So, ich töte einmal meinen ehemaligen Ratsspitzel. Das ist erstmal mein erster Auftrag, weil der sich hier was erschlichen hat, was ihm nicht zusteht. Dann habe ich dieses Gebiet hier einmal wieder befreit. Und jetzt bin ich auch noch schwanger geworden von dem nochmal. Das ist ein ganz, das ist ein sehr ungesundes Verhältnis. Der hasst mich auf minus 91 mittlerweile. Wir führen Krieg gegeneinander. Er hat meine Tochter weggeschickt und ich habe mir seinen Thronanspruch gestohlen. Und als Resultat hatten wir jetzt Sex. Ich bin auch so krass verschuldet, ne? Ist das richtig schlimm. Alter, der holt sich halt lauter Ansprüche von mir. Der hinterlistige Schurke. Und ich habe schon wieder eine Tochter zur Welt gebracht, ey. Es war so gut, dass wir religionstechnisch gewechselt sind und jetzt was haben, wo Töchter halt auch einfach erben können. Das wäre ja so Pain gewesen sonst. Okay, einmal ganz kurz. Mein Ehemann hat keine Titel mehr und hasst mich. Und das wäre jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo wir uns scheiden lassen. Weil das echt einfach gar nichts bringt mehr. Wie kriege ich denn meine Tochter zurück? Kriege ich die so überhaupt zurück? Die ist 5. Ich sollte die zurückkriegen können eigentlich. Ja, ich meine, wenn mir sonst nichts anderes übrig bleibt, dann machen wir das folgendermaßen. Wir töten ihn. Ja, ich kriege das hier nicht hin. Also ich kriege hier quasi... Ich kann ihm nur noch ein Mündel anbieten, aber ich krieg meine eigene Tochter kriege ich nicht zurück. So, wir suchen uns einen neuen Liebhaber. Wir wollen einen haben, der vererbliche Eigenschaften hat. Nee, der ist mir zu alt. Ich hätte halt gerne einen richtig jungen. Der Mordenkomplott wurde aufgedeckt. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir das anders machen. Dann fangen wir erstmal mit Druckmitteln an. Und versuchen es zu erzwingen. Unser Lehnsherr ist nicht besonders stark gerade, ne? Oh, und jetzt kann ich auch Nebenehepartner haben, weil es gleichgeschlechtlich ist. Das heißt, ich könnte mir jetzt tatsächlich einfach einen Nebenehepartner suchen. Zum Beispiel den hier. Der sieht auch aus, als könnte er kämpfen.
Warum melden die alle Ansprüche an auf mein, also, hä, was ist denn da los? Ich könnte versuchen, mit dem eine Affäre anzufangen, mit dem, der meine Tochter hat. Ich habe gehört, dass man auf diese Art und Weise Männer auch dazu bekommt. Der will sich nicht durch Ehebruch entehren. Ist das so? Also müssen wir die Frau loswerden. Ich will einfach nur meine Tochter zurück. Es ist nicht zu viel verlangt. Ich will einfach nur, jetzt bin ich auch noch krank. Und Druckmittel fingieren ist auch fehlgeschlagen, bei 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich gestresst bin. Ach, der hat einen Krieg erklärt, wegen dem Anspruch. Aha, der Lehnsherr wurde gefangen genommen, die Fraktion ist weg. Oh nein, jetzt ist der Dude mein Lehnsherr. Mein Ex-Mann ist ja so eine Arschgeige. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ohne Probleme hätte ich mich mit meinem Lehnsherrn gutstellen können, wenn der nicht meine Tochter hätte. Aber nein. Wieso habe ich hier eine finanzierte Eroberung von Rai? Warum bin ich... Nein, warte mal. Ich will gerade nicht schwanger sein. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Und das andere Problem lautet, dass ich einfach hier... Ja, ich kriege auch nicht genug Armee ausgehoben, um das zu regeln. Mein Lehnsherr wird auch nicht kommen, um mir zu helfen. Das sieht nicht aus, als würde der sich bewegen. Ich habe das halt nicht mitbekommen, dass ich hier von zwei Sachen parallel belagert werde. Wegen wem auch immer. Wenn der nicht kommt, um mir zu helfen bei dem Krieg, dem ihm erklärt wurde, habe ich ein massives Problem. Und jetzt zieht der einfach ab. Ich habe eine finanzierte Eroberung von meinem Gebiet durch meinen Lehnsherrn. Und mein Lehnsherr zieht einfach ab. Und ich komme an die nicht ran, weil die irgendwo im Nirgendwo sind. Was passiert hier? Ich kann absolut nichts dagegen tun. Wild. Der fährt jetzt einfach woanders hin. Na gut, dann fährt er... Kriege ich vielleicht auch meine Tochter irgendwann zurück? Nein, gibt's auch nicht. Na gut, ja dann. Ah, jetzt ist meine zweite Tochter ist jetzt auch in Geiselhaft. Cool. Mein Lehnsherr ist ja wirklich großartig. Ja, ich werde... Ich habe jetzt auch einen Druck, also ich habe auch ein Druckmittel, aber ich krieg die halt nicht zurück. Ich kann halt nur eine Vormundschaft anbieten and that's it, so. Ja, krass. Ja, richtig krass. Ich glaube, das ist das erste Mal seit Jahren, dass mein Spielstand einfach so rip geht. Das ist richtig krass. Holy fucking shit. Blop. Krass.